Dein Sound. Deine Stadt. Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Mathe 1 bei Radio Hanau. Heute zu Gast bei uns ist die Landratskandidatin Frau Gabriele Stenger von der CDU. Darüber hinaus ist sie gelernte Juristin und seit 13 Jahren Mitgesellschafterin der Steuerberatungssozietät Gottfried und Stenger. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Wir haben das gerade schon geregelt im Vorgespräch. Das Du dürfen wir benutzen. Die Gabi. Genau, ich bin die Gabi und ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich heute bei euch sein darf. Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört vom lieben Jens, Gesellschafterin eines Familienunternehmens. Mhm. Und Familienunternehmen bedeutet letztendlich auch, du arbeitest mit deiner Familie zusammen, mit der Mama. Mhm. Ja, wie ist das denn so? Ja, das ist eigentlich sehr gut. Also wir ergänzen uns da sehr gut. Natürlich, ne, wie in jeder Familie, das ein oder andere, die ein oder andere Diskussion gibt es auf jeden Fall. Aber im Prinzip machen wir das wirklich Hand in Hand sehr gut. Gerade jetzt, wo ich im Wahlkampf gefordert bin, ist sie verstärkt im Büro. Und das ist natürlich großartig, dass sie mir da den Rücken frei hält und dass ich mich da zu 100% auf sie verlassen kann. Klingt gut. Das klingt auf jeden Fall sehr gut, ja, so ein Rückhalt. Ja, am Ende ist es ja auch irgendwo eine Tradition, die man da hochhält in so einem Familienunternehmen. Sag doch gerade mal was dazu. Ja, mein Opa war schon Steuerberater. Meine Mutter ist, wie gesagt, Steuerberaterin und ich bin es auch geworden. Ich bin auch Steuerberaterin geworden und ja, ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Also irgendwie, ich bin halt in dem Büro mit groß geworden. Ne? Nach der Schule war ich halt dort mit im Büro und dann irgendwann habe ich dort gejobbt und ja, und so kam ich da rein. Ne? Und ja, und ich möchte es nicht missen. Also macht großen Spaß nach wie vor. Und ja. Das wäre direkt meine nächste Frage. Ja, Steuerberater, Steuern. Also ich als Selbstständiger weiß, es ist natürlich ein gewisses Thema, aber es ist natürlich auch ein Thema, was sehr trocken sein kann. Was ist da so die Leidenschaft draus geworden, ne, dass man gesagt hat, ich verfolge das Thema? Ja, also man muss halt wirklich auch hinter jeder Zahl, auch sage ich auch mal meinen Azubis, man muss hinter jedem Geschäftsvorfall, muss man quasi sich das vorstellen, ne, was ist da passiert. Also da hat jemand Ware gekauft, ne, also man darf nicht einfach nur diese trockenen Zahlen sehen, sondern tatsächlich überlegen, der hat was für sein Unternehmen gekauft oder hat Mitarbeiter eingestellt. Also man muss sich das einfach direkt vorstellen und dann bekommt das natürlich richtige Würze. Ja? Also dann ist man quasi mit dabei in diesem Unternehmen und bei den Mandanten und man kriegt auch so viel mit von denen, ja, also von der Familie, vom Unternehmen und wie läuft's also wir haben zum Teil Mandanten schon in der vierten Generation und ja, man ist schon fast Teil der Familie und das ist natürlich, wenn man das dann so sieht, dann ist das überhaupt nicht trocken. Also dann macht das großen Spaß und dann ja, man freut sich natürlich auch über dieses Vertrauen, das einem da entgegengebracht wird und das motiviert einen jeden Tag immer wieder, ja, sich für die Leute einzusetzen. Und was macht daran weniger Spaß? Also das ist tatsächlich ein Punkt, dass sich ständig alles ändert. Also man muss wirklich jeden Tag, kann man sagen, Fachliteratur lesen oder man muss zu Fortbildungen gehen, Seminare besuchen, um wirklich auf dem Laufenden zu bleiben, weil es also ich sage manchmal aus Spaß, das, was ich morgens gesagt habe, muss nachmittags schon nicht mehr stimmen. Ne? Also weil sich das zum Teil so schnell ändert. Und da muss man wirklich dranbleiben. Und da darf man nicht nachlassen. Das ist tatsächlich ein Punkt, der manchmal auch ein bisschen stresst, ne? Im normalen Alltag. Da ist man, hat man ja viel zu tun. Ne? Dauernd kommen Anfragen, man hat Termine und alles. Und trotzdem muss man immer noch
immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und das ist schon fordernd manchmal. Aber ist ein Teil davon und deswegen mache ich das auch sehr gern. Also man bleibt immer up to date. Aber was ist jetzt schwieriger, die Zusammenarbeit mit den Mandanten oder dann eben die Zusammenarbeit mit den Ämtern? Ja, also mit dem Mandanten, das läuft super. Also das muss ich auch sagen. Wir haben wirklich nur nette Mandanten. Also wenn es mal irgendwie ein bisschen Probleme gibt oder sowas, ne, oder mal was diskutiert wird, das kriegen wir immer alles vom Tisch und es fällt nie ein böses Wort. Also mit dem Mandanten gibt es nie Probleme. Also das macht wirklich großen Spaß. Mit den Ämtern natürlich, klar, das ist der ganz normale Alltag. Ne? Da muss man oftmals Briefe schreiben, wo man denkt, mein Gott, ist doch eigentlich klar, ja, aber gut, dann beantworte ich euch das. Ne? Also das ist schon manchmal ein bisschen zäh. Aber nichtsdestotrotz, es gehört dazu und mit den meisten kommen wir auch wirklich gut klar. Also das ist, ich denke immer, es ist so, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es auch zurück. Ne? Und da wir da einen wirklich sehr guten Umgang pflegen, ist in der Regel eigentlich alles gut. Jens, Jahreswechsel, hast du deine Steuer schon vorbereitet? Ja, ich bin froh, dass du da bist, Kevin. Schauen wir mal weiter. Ja, sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ja, ich bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder. Die sind 11 Jahre alt, 9 Jahre alt und bald 4. Also ja, noch ist er 3. Und ja, wir leben zusammen in Steinheim. Wir haben vorher auch in Frankfurt mal kurz gewohnt während der Studentenzeit. Dann haben wir in Nidderau-Erbstadt gewohnt. Dann haben wir in Großauheim gewohnt. Dann haben wir in Kesselstadt gewohnt. Und jetzt wohnen wir in Steinheim. Ja, wir sind schon oft umgezogen, aber jetzt auch seit bald 12 Jahren, nee, 11 Jahren sind wir jetzt in Steinheim. Und ich denke, da werden wir auch bleiben. Jetzt ziehen wir nicht mehr um. Er muss halt auch die Steuerumzugskosten irgendwie wieder geltend machen oder so. Irgendwelche Pauschalen gibt es da bestimmt. Deswegen wird auch so oft umgezogen. Ja, gut, ja, aber das ist dann doch mehr Arbeit als das, was man da, ja. Also es gibt eine nächste Generation schon und gibt es da irgendwie Gedanken, auch die Kinder so ein bisschen dran ranzuführen oder? Also ich möchte das meinen Kindern völlig überlassen. Also ich sehe das bei meiner Tochter, die ist sehr kreativ, die schreibt gerne Geschichten und ist jetzt, ich sag mal so vorpubertär, ne, da ist man, kann man das natürlich noch nicht so genau abschätzen, in welche Richtung es gehen wird, aber mein mittlerer Sohn, der ist unheimlich interessiert an Naturwissenschaften, der ist dauernd irgendwas am Bauen oder mit Robotern am Machen und Tun, hat jetzt einen Elektrokasten zu Weihnachten bekommen und ist da nur am irgendwelchen Schaltungen und Plänen bauen, also von daher, ich sag, jeder wie er möchte, ja, und mein Mann und ich, wir leben es vor, ja, wie es sein kann. Und wenn sich unsere Kinder in diese Richtung entscheiden würden, würden wir uns natürlich sehr freuen, wir würden es unterstützen, aber wir unterstützen auch genauso jede andere Entscheidung. Also da haben wir jetzt nicht vor, irgendwen in irgendeine Richtung zu drängen. Also das wird nicht passieren. Ja, Unterstützung ist auf jeden Fall gewiss an dieser Stelle schon mal und hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Wie bringst du das unter einem Hut alles? Also eigene Kanzlei mit der Familie, dann 3 Kinder ist natürlich auch jetzt nicht nur eins, ja, das ist ganz klar. Immer wieder auf Fortbildungen sein und jetzt der große Schritt Politik und da werden wir natürlich auch wieder beim politischen Thema. Mhm. Ja. Wie geht das? Ja, es ist viel. Es ist wirklich viel. Und manchmal frage ich mich schon, wie schaffe ich das alles? Aber da mir alles große Freude macht, fällt es mir auch leicht. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Es kommt mir nicht vor wie Arbeit. Es ist tatsächlich, ist alles eine Sache der Organisation. Ich organisiere unglaublich gerne. Also ich, mein Kalender und ich, wir sind große Freunde. Und ich liebe Listen, also Excel-Listen und alles. Also ich organisiere wirklich alles und viel und mache mir auch jeden Sonntagnachmittag tatsächlich Gedanken über die kommende Woche und dadurch läuft es ganz gut und ich habe natürlich sehr gute Unterstützung, also ich habe Familie, die mich unterstützt, mein Mann, klar, der macht auch viel, sehr, sehr viel und dann die Babysitterin, die wir haben, die ist Gold wert, also die ist so großartig und und deswegen geht das, ne? Mit Freude und Unterstützung und ja, auch natürlich Disziplin, klar, man muss es durchziehen, ne? Also die Excel-Tabelle würde ich mir gerne mal zeigen lassen, ja, bei so vielen Aufgaben. Es sind mehrere, okay. Ja, und jetzt bei all dem, dass du ja auch gerne liest und so weiter, ich glaube, ich habe irgendwo auch noch
lesen können in irgendeinem Artikel, dass du ja auch sportlich engagiert bist. Ja, das stimmt. Um mal zu unserem Lieblingsthema hier auf der Matte zu kommen. Mathe 1, ja. Kommt ja nicht von ungefähr. Hier wird Sport gemacht. Dass du ja sportlich irgendwie Vorlieben hast, hast glaube ich selbst mal Hockey gespielt. Ja, das und stimmt. Bist jetzt im Verein und so engagiert, aber genau. Erzähl doch einfach mal. Genau, also mit 5 Jahren bin ich in den THC eingetreten, ersten Hanauer Tennis- und Hockeyclub, und habe angefangen, Hockey zu spielen. Ich habe dann über 20 Jahre mit großer Leidenschaft Hockey gespielt. Es war mir wirklich, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe nach wie vor Kontakt mit den Mädels, die damals in meiner Mannschaft waren. Jetzt stehen wir zusammen am Spielfeldrand und feuern unsere Kinder an. Damals haben wir zusammen auf dem Platz gestanden und haben wirklich auch Erfolge erzielt. Also es war wirklich eine sehr schöne, erfolgreiche Zeit. Und und jetzt bin ich nach wie vor im THC Mitglied, aber ich habe mich so ein bisschen verlagert. Aktiv spiele ich jetzt Tennis und wie gesagt, die Zeit im Moment ist ein bisschen knapp, aber im Prinzip knüpfe ich daran an, was ich auch als Kind gemacht habe. Da habe ich in den Ferien auch immer gerne Tennis gespielt und jetzt habe ich das wieder aufgegriffen und versuche mehr oder weniger regelmäßig mindestens einmal die Woche Tennis zu spielen. Und und jetzt gab es eine erfreuliche Entwicklung. Jetzt kann ich dem Verein endlich etwas zurückgeben, was ich hab so viele tolle Erlebnisse dort gehabt. Ich habe so viel profitiert von diesem Verein und von diesen tollen Menschen dort. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, mich aufzustellen bei der Wahl für die Tennisabteilung und wurde jetzt als Abteilungsleiterin gewählt. Ich bin jetzt quasi der Tennisvorstand. Und freue mich natürlich sehr, dass ich da jetzt mich insofern einbringen kann und endlich was zurückgeben darf. Das ist großartig, dass man sich in dem Verein, wo man sich so wohl fühlt, ich nenne es immer mein Wohnzimmer, dass man sich dort tatsächlich dann jetzt auch engagieren darf. Ja klar, man kann sich überall engagieren, aber jetzt Tennis so einmal die Woche als Ausgleich, das sehe ich ja noch ein, aber wie wir jetzt ja hier gerade alle erfahren, ist ja noch mal was obendrauf, also jetzt auch noch Tennisabteilung. Ja. Also das geht natürlich Respekt. Nur mit Team. Ja. Ne? Also das ist und Excel-Tabellen. Und Excel-Tabellen, genau. Trotzdem muss er ja wieder irgendwie auch ein kleines Türchen im Kopf dafür aufhaben, ne? Wieder ein anderes Thema und andere Aufgaben. Also schon Respekt machst du doch eine ganze Menge und darüber hinaus habe ich gesehen, du warst ja auch schon mal bei den White Wings hier in Hanau zu Gast. Genau, das war auch toll. Warst du schon bei der HSG? Handballern? Noch nicht. Wir hatten es vor und dann ist das Spiel ausgefallen. Dann war irgendwie, ich weiß nicht, was da war. Ich glaube, die gegnerische Mannschaft hatte abgesagt oder sowas. Wir wollten als Fraktion mal hingehen. Ja, ich meine, der Kreis ist ja gespickt. Ne? Du hast TV Gelnhausen im Handball. Genau. Du hast HSG im Handball. Aber es ist jetzt geplant. In naher Zukunft werden wir tatsächlich als Fraktion zu einem Handballspiel gehen. Ja, das in Hanau auf jeden Fall sehenswert. Ab zur HSG, ganz wichtig. Ja. Aber ich meine auch der ganze Kreis, Sport und da könnte man noch viel mehr draus machen. Also dann als Landrätin Vollgas auch im Sport geben. Absolut, ja. das ist ein Riesenthema für mich. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und gerade auch, weil meine Kinder, die spielen ja auch Hockey und die Tochter macht noch Ballett, übrigens auch im Kreis, also nicht hier, auch in Hanau, aber auch in Langselbold. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass man auch gerade Kindern und Jugendlichen immer die Möglichkeit bietet, Sport machen zu können und zu dürfen und dass dafür zum Beispiel dann auch die Sporthallen nutzbar sind. Das ist mir ein großes Anliegen. Also als ehemaliger Main-Kinzig-Kreis Sportler des Jahres kann ich da nur sagen, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ja, ja. Es ist sehr wichtig. Das ist ja unser Thema, Sport. Ja. Genau. Also, ja, super, freut uns. Ja, danke euch. Ja, wir gehen in eine kleine Unterbrechung. Gibt es Musikwünsche oder zur heutigen Stimmung vielleicht irgendwas? Zur heutigen Stimmung? Ich habe jetzt aktuell gar keinen Wunsch. Also das überlasse ich euch. Ich denke, ihr seid da die Wir haben fähige DJs bei Radio Hanau. Wir werden was finden. Wir werden Perfekt. Was finden. Ja, absolut. Perfekt, danke ich euch. Bis gleich. Bis gleich. Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
Ja, herzlich willkommen zurück zur heutigen Sendung von Mathe 1 mit Gabriele Stenger, der jetzigen Kandidatin für das Landratsamt. Wahl ist am 29.01.2023. Genau. Ja, Gabi, bleiben wir doch mal direkt bei der Politik. Du bist ja auch Stadtverordnete in Hanau, hast noch so einige Ämter inne. Mhm. Jetzt die Kandidatur. Erzähl uns doch mal, wie willst du die Wahl gegen den jetzigen Amtsinhaber, Herrn Stolz, gewinnen? Was sind da deine Vorstellungen? Ja, einmal durch mich als Person. Also ich möchte einfach mit mir überzeugen, weil ich einen ganz anderen Ansatz mitbringe. Also ich komme aus der Wirtschaft, ich bin Steuerberaterin. Ich gehe Dinge sicherlich ganz anders an als jemand, der aus der Verwaltung kommt. Und ich möchte einfach neue Ansätze ins Spiel bringen und den Wählern ein Angebot machen, dass dass vielleicht auch meine Frau diese Position innehaben sollte und um vielleicht auch mal ganz andere einen ganz anderen Führungsstil oder ganz andere Herangehensweisen zu zeigen. Ja, da spricht es ja an. Ich habe lesen können in der Zeitung, dass du ja auch gerade das Amt der Landrätin anders und neu interpretieren willst. Mhm. Was muss man sich da vorstellen? Ja, ich habe bis jetzt ein bisschen den Eindruck, dass es mehr repräsentativ ausgeübt wird. Ich möchte dann tatsächlich auch Dinge zur Chefsache machen. Ich möchte wirklich mir Projekte auch, wie man es kennt in der Wirtschaft, ich möchte mir Projekte vornehmen und diese durchziehen und tatsächlich Ziele dann auch erreichen. Und das ist für mich schon eine neue Art der Interpretation dieses Amtes, das bis jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu repräsentativ interpretiert ist. In dem Zusammenhang mit Projekten schreibst du ja in deinem Wahlprogramm, dass Wasserstoff für dich eine Schlüsseltechnologie ist. Mhm. Erklär uns das nochmal kurz, warum? Ja, weil ich bin der Meinung, es wird bislang viel zu wenig in diese Richtung geforscht, probiert, ob nicht diese Technologie auch für die eine Möglichkeit wäre, Fortbewegungsmöglichkeiten zu haben. Also warum muss man immer in diese E-Mobilität reflexartig gehen? Ich bin der Meinung, Wasserstoff bietet viele Möglichkeiten. Und in diese Richtung sollte viel mehr passieren. Und der Main-Kinzig-Kreis sollte ein Cluster bilden und wirklich Firmen ansiedeln, die in diesem Bereich forschen, tätig sind und uns in der Zukunft weiterbringen. Okay. Mhm. Dann sprichst du weiter, bleiben wir mal bei deinem Wahlprogramm, mhm, von der Verwaltung, Thema Digitalisierung, mhm, ein Thema, das uns alle ja seit vielen, vielen Jahren begleitet, ja, in Deutschland, ein spannendes Thema. Was wurde aus deiner Sicht, weil du ja auch die Verwaltung im Main-Kinzig-Kreis ansprichst, mhm, so bisher falsch gemacht und was genau sind deine Vorstellungen, um das Thema jetzt voranzubringen und die Situation, mhm, zu verändern? Ja, gerade auch in der Verwaltung hat sich einiges getan. Es gibt ja die Möglichkeit, Anträge online einzureichen, aber im Amt selber passiert dann damit nicht viel. Also die Anträge werden dann ausgedruckt, abgeheftet und ganz normal bearbeitet. Also ich finde, wir müssen einfach weitermachen. Also nicht nur, dass der Bürger digital Anträge stellen kann und gewisse Dienstleistungen auch digital abrufen kann, sondern dass im Amt selber, dass dort viel mehr digitalisiert werden müsste, um Arbeitsabläufe zu erleichtern, viele Doppelstrukturen einfach nicht mehr haben zu müssen. Also ich denke, es würde vieles erleichtern. Im täglichen Doing wäre das sicherlich auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Und hundertprozentig muss noch viel gemacht werden, ja, in vielen Bereichen. Und da können wir uns also darauf verlassen, dass das mit dir vorangeht. Ja, das ist zum Beispiel eines der Themen, die ich zur Chefsache machen werde, was ich vorhin angesprochen habe, weil ich das für sehr wichtig halte, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet. Und ich finde, diese Möglichkeiten müssen wir ergreifen. Und dem werde ich mich annehmen. Da bin ich, stehe ich voll dahinter. Dann ein weiteres Projekt von dir, Riesenthema, Themenwechsel, ist die Schaffung von
ich sage jetzt mal, öffentlich geförderten Wohnraum und wird auch immer wieder gesagt, bezahlbarer Wohnraum. Da ist immer wieder natürlich die große Frage, was bedeutet das? Gehen wir mal von, ich sage jetzt mal, Wohnraum an, der einfach günstiger ist, mit einem gewissen einfachen Standard. Und da sagst du, dass das Thema Wohnungsbaugesellschaft für dich tabu ist. Ja, das sei ein Konstrukt, was viel zu teuer sei und meistens auch einfach seinen Zweck verfehlt, öffentliche Wohnungen zu schaffen. Erklär uns jetzt mal ein bisschen näher, wie kommst du dazu, wieso sagst du sowas und was wären dann deine Wege, um, ich sage jetzt mal, das Ziel zu erreichen, viele günstige Wohnungen zu schaffen? Ja, also der amtierende Landrat möchte ja eine Wohnungsbaugesellschaft im Kreis etablieren, eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft. Und ich bin halt der Meinung, dass es gibt genug Player auf dem Markt. Warum soll es einen zusätzlichen kreiseigenen Player geben, der diese Aufgaben wahrnehmen soll? Es würde enormes Geld binden, es würde Personal binden, es würde Zeit kosten, bis tatsächlich dann irgendwann mal die erste Wohnung überhaupt geplant sein kann, wird es Jahre dauern. Und außerdem gibt es ja das Problem, der Kreis hat überhaupt keine eigenen Grundstücke, die er bebauen könnte. Das heißt, er muss ja dann sowieso wieder auf die Kommunen zugehen. Und dann sagt die eine Kommune, guck mal, jetzt bauen die dort. Ich hätte auch, wie will man das lösen? Ne? Wie will man da gerecht vorgehen, allen gerecht werden? Und ich bin der Meinung, dass man dass man einfach zu viele Ressourcen bindet, um dann tatsächlich auch wirklich einen Nutzen zu haben, der in Jahren erst, wenn überhaupt, da sein würde. Okay, und was würdest du anders machen? Was wäre dein Weg? Was wäre dein Vorschlag? Ich würde unterstützen, also wenn vergünstigter Wohnraum, bleiben wir bei dem Thema, ich würde dafür sorgen, dass Wohnraum, der vergünstigt zur Verfügung gestellt werden soll, dass der bezuschusst wird. Also dass dort einfach mehr Fördermöglichkeiten bestehen, um in diesem Rahmen Anreize zu setzen, dass die Bauherren günstigen Wohnraum dann tatsächlich zur Verfügung stellen. Also es wäre dann quasi ein Förderprogramm, was du auflegen würdest mit dem McKinsey-Kreis. Genau, also das wäre mein Ansatz, weil ich da deutlich mehr Möglichkeiten sehe. Und es gibt genug Firmen, die sind hervorragend genau auf diesem Gebiet im Bau von Wohnungen. Und warum soll der Main-Kinzig-Kreis jetzt sich quasi da nebendran stellen und sich an dem versuchen, wo er gar nicht originär zu Hause ist? Also deswegen, ich würde tatsächlich die Player, die es auf dem Markt gibt, unterstützen mit Fördermöglichkeiten und auf die Art und Weise Anreize setzen, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Okay. Dann ist ja das Thema Wasser auf unserem Planeten sicherlich immer mehr ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da sprichst du von intelligente Lösungen, um öffentliche Anlagen, ich sage jetzt mal sparsam, zu bewässern. Was hast du da für Ideen? Ja, spielt auch in die Richtung smarter Kreis. Also es ist ja auch ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Also dass man tatsächlich Möglichkeiten hat, mit intelligenten Systemen, die herauszufinden, wie ist die Bodenfeuchte, ist es tatsächlich erforderlich, jetzt die Pflanzen zu gießen und nicht im wahrsten Sinne des Wortes gießkannenartig einfach mit irgendeinem Wasserwagen neben die Rabatten zu fahren und eimerweise Wasser reinzukippen, sondern ist es tatsächlich erforderlich, da würde ich Systeme nutzen wollen, die Bodenfeuchte nutzen, die Wetterdaten mit berücksichtigen. Das heißt, ich brauche nicht gießen, wenn es voraussichtlich abends regnen wird. Also einfach ganz, also wie wir es, ich meine, viele haben das auch schon in ihrem Garten, solche Systeme, und auf die Art und Weise lässt sich enorm viel Wasser sparen und trotzdem die öffentlichen Park- und Grünanlagen gut bewässern. Okay. Ja, da ist doch schon ganz, ganz viel dabei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz wichtig ist natürlich am 29. Januar 2023, also dieses Jahr, wählen gehen. Darüber entscheidend, ja, ganz wichtig, wer begleitet dieses Amt für die Zukunft. Und jetzt machen wir nach dem großen Block erstmal eine kleine Pause mit Musik. Kevin, du zuckst. Ich zucke. Wie wählst du, Jens? Willst du das so frei mal sagen? Keine Briefwahl. Und ich gehe immer
schön spazieren, ob es regnet, ob schönes Wetter ist, und mache dann mein Kreuzchen direkt an der Wahlurne. Sehr schön. Also vor Ort. Es ist, lohnt sich, man kommt raus, bisschen Bewegung in meinem Alter und im, ich sage jetzt mal, Herz-Kreislauf, so ein bisschen in Schwung bringen. Ist immer was Gutes, auch an einem Sonntag. Die ungültige Stimme abgeben. Aber wichtig ist, ich gehe immer wählen, sonst braucht man nachher sich auch nicht beschweren und kann auch nicht mitreden. Das ist entscheidend. Einfach wählen gehen, diese Chance nutzen, das gehört zu unserem System dazu, in dem wir alle leben, und von daher ist das was ganz, ganz Wichtiges. Genau. Wir sollten alle dieses Recht wahrnehmen, das wir haben, und unsere Stimme für wen auch immer abgeben am 29. So sehe ich das auch. Ja. Und damit eine kleine Pause. Gabi, hast du einen Musikwunsch jetzt spontan oder verlässt du dich auf uns? Ich verlasse mich voll auf euch. Perfekt. Das lief ja bis jetzt sehr gut. Dann spielen wir jetzt was und sind gleich wieder zurück. Danke. Dankeschön. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten. Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau mit der Gabi von Hallo. Der CDU. Ja, wie kommt man denn zur CDU? Ja, zur CDU, das war mir vollkommen klar. Wenn ich mich politisch engagiere, dann nur in der CDU, weil die CDU verkörpert, die steht für diese Dinge und verkörpert die Werte, die mir wichtig sind. Und das ist, das sind Traditionen, das ist Christsein. Ich bin katholisch und gläubige Katholikin. Und die Werte, die CDU verkörpert, das sind auch meine Werte. Und deswegen war es für mich vollkommen klar, wenn politisches Engagement, wenn eine Partei, dann nur die CDU. Das ist mal ein Schulterschluss, würde ich sagen. Ja. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, du bist viel umgezogen. Natürlich hat es nicht nur steuerliche Hintergründe. Wie kam es denn zu den ganzen Umzügen? Ja, was waren so die Gründe? Ja, also das waren tatsächlich immer irgendwie die Lebensumstände. Also ganz am Anfang habe ich in Frankfurt studiert. Da habe ich mit meinem Mann in Sachsenhausen gewohnt, damals noch nicht Mann. Haben wir in Sachsenhausen gewohnt. Danach haben wir festgestellt, wir brauchen mehr Platz. Und je weiter man dann aufs Land geschaut hat, desto günstiger wurden die Mieten und desto größer der Wohnraum. Ja, und dann waren wir irgendwann in Nidderau-Erbstadt. Dort hatten wir jeder ein eigenes Arbeitszimmer. Ich habe noch mich auf mein erstes Staatsexamen vorbereitet, mein Mann sich auf sein zweites juristisches Staatsexamen. Und deswegen brauchten wir jeder ein Arbeitszimmer. Und und dann haben wir in Nidderau-Erbstadt ein wunderschönes altes Fachwerkhaus gefunden und haben es gemietet und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Ja, und dann sind wir nach Kesselstadt gezogen. Ich habe das, glaube ich, vorhin falsch rum gesagt. Genau, sind wir nach Kesselstadt gezogen, nach Hanau-Kesselstadt, weil dann haben sich die Umstände wieder geändert. Ich hatte mein erstes juristisches Staatsexamen abgeschlossen, mein Mann sein zweites. Wir fingen beide an zu arbeiten und wollten dann auch näher an unseren Arbeitsplätzen sein. Und wir haben uns quasi wieder ein bisschen verkleinert, sind in eine Wohnung gezogen. Und haben uns auch dort sehr wohl gefühlt. Ja, und irgendwann haben wir tatsächlich im Straßengraben drei Katzen gefunden. Drei 7 Wochen alte Katzen. Und dann haben wir erst überlegt, können wir die behalten in der Wohnung, wollten sie abgeben. Und dann haben wir aber gleich gesehen, wie sie dann im Tierheim quasi auf irgendwelche Pflegestellen vermittelt werden sollten. Und dann haben wir gedacht, ach nee, komm, Pflegestelle können wir irgendwie auch selber machen. Naja, dann hatten wir halt drei Katzen in der Wohnung und die Katzen wurden immer größer und immer wilder. Und und dann hat es sich zufällig ergeben, dass wir in Großauheim uns ein kleines Reihenmittelhäuschen kaufen konnten. Und und dann sind wir dorthin umgezogen und mit unseren drei Katzen, die dann auch rausgehen konnten. Und wir haben uns sehr wohl gefühlt in diesem Reihenhäuschen, haben dort 5 Jahre gewohnt. Und dann hat es sich wieder so ergeben, also wir haben das alles gar nicht so forciert, aber es gab dann immer irgendwie Möglichkeiten. Und dann haben wir in Steinheim ein Grundstück bekommen und haben gedacht, gut,
dann bauen wir jetzt. Eigentlich wollten wir noch gar nicht, ne? Wir wollten noch 5 Jahre warten, und aber es hat sich ergeben und wir haben gedacht, so, da schlagen wir jetzt zu. Wer weiß, wann wir mal wieder mitten in Steinheim so ein Grundstück bekommen, und die Gelegenheit ist jetzt da, wir ergreifen sie, und ja, so kam das. So kamen die Umzüge. Aber es war nie bewusst, es war nie, wir haben uns nie irgendwo unwohl gefühlt und haben gedacht, so, wir müssen hier weg, sondern es waren immer irgendwie die Lebensumstände, die uns dazu gebracht haben, weiterzuziehen. Aber immer irgendwie doch in meinen Kinzigkreis. Absolut, geblieben. Absolut. Ich, ja. Ich war schon immer in meinen Kinzigkreis. Ich bin ja groß geworden in Wachenbuchen, Maintal Wachenbuchen. Kenn ich die Kerb? Ja, die ist legendär. Da kommen sie von nah und fern. Also ja. Die ist, ja, das ist bekannt. Bekannt. Genau, ja. Und bin auch in der Grundschule gewesen, zwischen Wachenbuchen, Mittelbuchen, der Büchertalschule. Also ich habe schon immer in meinem Kinzigkreis gelebt, und außer dieses kurze Intermezzo in Frankfurt. Aber das war auch, war nur Monate, also es war nicht lang. Also ich bin schnell wieder zurück. Und gibt es da einen Geheimtipp an vielleicht einer Lokalität oder wo man vielleicht mal so gerne essen gehen mit dem Mann, ja, oder? Ja, also es gibt so viele schöne Flecken in meinem Kinzigkreis, und also ich war jetzt gerade mal wieder im Fernblick. Das ist natürlich immer ein guter Tipp, finde ich, egal ob im Sommer oder im Winter. Und ja, also das wäre eigentlich so mein Tipp, ne? Gerade auch für Familien mit Kindern, die haben einen tollen Spielplatz dabei, man kann dort wandern, also es ist eigentlich alles da, was man möchte, viel Natur. Ja, das wäre jetzt mal so mein spontaner Tipp. Okay, gerne mal vorbeigehen. Wir kommen zu unserer Schlagwortrunde. Mhm. 3 Begriffe, eine spontane Antwort. Mhm. Ja. Okay. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Kaffee? Am Morgen besonders wahrscheinlich? Ja, eigentlich immer. Ja, also abends lasse ich dann so ein bisschen ausklingen, aber tatsächlich, ich trinke morgens ziemlich viel Kaffee und auch den Tag über immer mal wieder eine Tasse. Also ich bin schon ein bisschen kaffeesüchtig, gebe ich zu. Dubai, Miami oder Paris? Ich glaube Paris. Mhm. Dann den Kaffee am Eiffelturm genießen. Ja, das wäre natürlich optimal. Sehr gute schön. Kombi. Ja. Museum, Theater oder der Kinobesuch? Ich glaube, das kommt auf die Stimmung an. Also ich würde jetzt aktuell sehr gerne mal wieder in ein Museum gehen. Ich war lange nicht in einem Museum, wegen Corona und allem Möglichen und wegen der Zeit, die so ein bisschen gefehlt hat. Aber ja, ich glaube, Museum. Mhm. Sehr überraschend, der erste Gast, der kein Kino besucht. Ich glaube, nee, der zweite. Ja, zweite? Ja, zweite Gast. Ah. Ansonsten nehmen wir Kino. Endlich mal das Museum. Also ich finde es gut. Ja, nee. Persönlich finde ich es gut. Ich kann es ja noch ein bisschen erklären, weil Kino, das macht man doch dann immer mal, ne? Aber Museum, das ist, das macht man, finde ich, seltener, ne? Und ich finde, warum eigentlich? Man müsste eigentlich viel öfter ins Museum gehen. Gerade auch hier in die ganzen Heimatmuseen, die wir hier haben. Also wir haben so viele tolle Museen direkt vor Keine der Tür. Keine Frage, ja. Und ja. Ich finde, also nee, ist auch, man ist sollte auch schön. Das viel mehr nutzen. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder der FC Bayern? Eintracht Frankfurt natürlich. Direkt vor der Haustür, muss man natürlich nennen. Ja. Lasagne, Bratwurst oder Sushi? Also ich schwanke zwischen Lasagne und Bratwurst. Was würden die Kinder sagen? Die würden, glaube ich, die Bratwurst nehmen. Ja, denke ich auch. Ne? Denk ich auch. Ja. Schön, genau. Mit Pommes noch dazu. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Also wobei eine selbstgemachte Lasagne, so richtig schön mit Bechamelsoße, ne, hat natürlich schon auch viel Gutes, ne? Aber ich glaube, ich würde jetzt die Bratwurst nehmen, ja. Okay. Ja, wir haben jetzt viel über Berufsleben gesprochen und über die Politik. Sag mal, gab es in der Zeit jetzt schon, Gabi, für dich irgendetwas, auf was du hättest absolut verzichten können, oder gab es irgendeine ganz besondere, was ganz Tolles, ein tolles Erlebnis, was du uns berichten kannst? In der Politik? Berufsleben, deinem politischen Wirken, irgendwas, was dir jetzt spontan einfällt, wo du sagst, um Gottes Willen, das konnte ich nicht gebrauchen oder das war besonders toll? Ja, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange in der Stadtverordnetenversammlung. Ich wurde ja bei der letzten Kommunalwahl reingewählt. Und seitdem, ich habe so viele tolle Sachen gemacht und erlebt. Also ich habe jetzt gerade so ein Reel gemacht von meinem letzten Jahr. Ne? Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, welche Fotos ich da nehme, weil wir haben so viele tolle Sachen erlebt. Also ich möchte das wirklich nicht missen. Ich kann das jetzt nicht auf eins runterbrechen, weil einfach, wir sind eine ganz tolle Fraktion, wir sind ein richtig gutes Team und es macht großen Spaß, sich für diese Stadt zu engagieren und politisch tätig sein zu dürfen. Also deswegen, ich kann das wirklich nicht auf ein Ereignis runterbrechen. Vielleicht tatsächlich die Wahl in die Stadtverordnetenversammlung, das war natürlich der Anfang von diesen tollen Erlebnissen. Also vielleicht könnte man das benennen, aber
Eigentlich möchte ich nichts herausnehmen, weil es war einfach, ja, ja, alles ist schön. Ist aber auch schön zu hören. Ja, also politisches Engagement macht Spaß. Absolut. Insofern, und ich kann es nur empfehlen. Schönes, ja. Also ich kann da wirklich nur zu aufrufen. Engagiert euch für die Politik vor Ort. Engagiert euch für eure Kommune. Macht was. Es macht Spaß. Man kann wirklich was bewegen. Und ja, es sollten viel mehr machen. Da kommt mir doch gleich eine nächste Frage, weil es ist daraus jetzt aus diesem Spaß dann auch der Antrieb irgendwie erwachsen, sich aufstellen zu lassen, um als Landrätin zu kandidieren? Ja, oder was steckt hinter diesem Entschluss? Absolut. Also ich glaube, ich hätte mich nicht dazu entschlossen zu kandidieren, wenn ich nicht diese Freude in der Politik hätte. Also das ist ganz klar. Also mir macht es wirklich große Freude, mich für Menschen und für Projekte vor Ort zu engagieren. Und da ich den Main-Kinzig-Kreis liebe, ich habe es ja schon gesagt, ich war ja schon an vielen Orten zu Hause im Main-Kinzig-Kreis, ist das für mich ein sehr großes Anliegen, dass ich mich für den Main-Kinzig-Kreis und für die Menschen vor Ort und für die Kommunen und also ich möchte mich einfach für den Kreis engagieren, weil ich was zurückgeben möchte von dem, was ich bis jetzt bekommen habe. Also ich habe so viel Positives erlebt in meinem Leben und ich möchte was zurückgeben und mit vollem Einsatz mich für den Main-Kinzig-Kreis engagieren. Okay. Ja, da habe ich gleich aus meiner Sicht eine spannende Frage, weil du sagst ja gerade, für den Main-Kinzig-Kreis engagieren. Du schreibst, glaube ich, auch in deinem Wahlprogramm, dass dir der heimische Wald sehr am Herzen liegt. Ne? Wichtiges Thema. Dann die Frage, wie stehst du denn zu, ich sage jetzt mal, Personen, Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben oder auf Startbahnen von Flughäfen kleben. Wie siehst du das persönlich? Also ich persönlich sehe das, also für mich geht das gar nicht. Also für mich ist das eine Art von zivilem Ungehorsam, von Protest, der meiner Meinung nach völlig jedes Ziel verfehlt, weil ich kann mich nicht für die Umwelt und fürs Klima einsetzen und mit und Leute zwingen, quasi, also man, es hat ja viele, viele Konsequenzen. Ja, sie kleben sich auf Straßen, Verkehr wird behindert, Rettungswagen kommen eventuell nicht durch. Im schlimmsten Fall, was es schon gab, starten. Ja. Ja, ja. Und ich finde, das geht einfach nicht. Ich kann nicht jedes Mittel rechtfertigt für mich ein Einsatz für das Klima. Also das ist für mich kein Einsatz für das Klima. Das ist für mich einfach ja, es geht einfach nicht. Also ich finde, also ich persönlich würde mit solchen Leuten lieber diskutieren und würde sagen, hier komm, was können wir dann wirklich machen, ja? Was bringt es denn, wenn ihr euch auf die Straße klebt? Ne? Die Gesellschaft darf sich nicht erpressen lassen von solchen Menschen, die dieses Mittel wählen. Also für mich geht's nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade arbeitest, dich nicht gerade um Kinder kümmerst oder politisch engagiert bist? Was gibt's da noch, um sag ich jetzt mal, runterzufahren? Ja, ich lese sehr gerne, aktuell tatsächlich weniger als sonst. Ich grabe gerne in meinem Garten. Also ich habe einen kleinen Gemüsegarten und der ist jetzt auch ein bisschen vernachlässigt, aber weil mir ein bisschen die Zeit fehlt aktuell. Aber das sind schon Sachen, die machen mir großen Spaß. Oder auch in den Ferien verreisen wir gerne. Wir fahren gerne nach Südfrankreich. Und ja, das sind einfach Sachen, die mir Spaß machen. Ich treffe mich mit Freundinnen und gehe auch gerne einfach mal einen Kaffee trinken, ne, und schalte mal völlig ab, rede mit denen über ganz andere Sachen, ne, über deren Themen und so. Und das ist natürlich dann schon, kriegt man schon gut den Kopf frei. Ja, ich denke, bei der Fülle von Themen, die du da jetzt hast, da ist das auch ganz wichtig. Ja, ja, genau. Aber dann kommen wir nochmal zu was Wichtigem zurück, was bestimmt die Menschen im Kreis, auch in Hanau bewegt. Wie stehst du persönlich zu dem Thema, jetzt auch als Stadtverordnete und als Kandidatin, als Landrätin, zu dem Thema Kreisfreiheit der Stadt Hanau? Wie siehst du das? Ja, es ist ja eigentlich, es ist ja durch das Thema, ne? Also es wird passieren und ich denke mal, für den einzelnen Bürger, der wird das gar nicht so richtig mitbekommen, also für den wird sich nicht viel ändern. Nach wie vor werden Leute aus dem Kreis in Hanau einkaufen gehen, man wird nach wie vor aus Hanau heraus in einer Nachbarkommune pendeln, um dort zu arbeiten und umgekehrt. Also ich denke mal, der einzelne Bürger wird da nicht viel mitbekommen von dieser Kreisfreiheit. Und es ist ein administrativer Vorgang, der ist so gut wie, ne, also ist jetzt im Genehmigungsverfahren und in diesen ganzen Prüfverfahren, aber letztendlich wird sich für den Einzelnen, denke ich, nicht viel verändern. Okay.
Ja, jetzt haben wir noch 2 Wochen bis zur Wahl am 29.01.2023. Was machst du in den 2 Wochen jetzt noch? Ich meine, das ist ja eine spannende Zeit. Ja. Was gehst du jetzt noch alles an, um, sag ich mal, am Ende die Wahl für dich zu entscheiden? Ja, das ist natürlich, wir haben noch ein pickepacke volles Programm. Also wir haben noch viele Veranstaltungen. Es gibt viele Wahlkampfstände, an denen ich sein werde, mit den Bürgern ins Gespräch komme. Da freue ich mich übrigens immer am meisten. Also wenn man tatsächlich mit dem Bürger spricht, ne, das ist diese 1-zu-1-Situation sozusagen, die ist wirklich immer gut, weil das macht Spaß. Ne? Und da kann man viel von sich erzählen. Man kann aber auch viel mitnehmen. Was bewegt tatsächlich den Bürger? Was beschäftigt ihn? Womit hat er zu tun bei sich vor Ort? Und das sind immer Situationen, die finde ich sehr gut und die mag ich sehr gerne. Ja, was machen wir noch? Es gibt jetzt einige Neujahrsempfänge bei uns in den Verbänden. Da werde ich immer präsent sein. Wir haben noch einige prominente Gäste eingeladen. Nee, also es stehen noch viele Termine an und ich freue mich drauf. Also wird eine spannende Zeit. Wie gesagt, sehr, sehr vollgepackt, aber hochkomprimiert. Und wir haben es ja auch immer gesagt, ein kurzer, knackiger Wahlkampf. Und das ist er tatsächlich. Und ich genieße jede Minute. Es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen darf und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein gutes Team hinter mir habe, weil alleine könnte ich das tatsächlich alles nicht bewältigen. Also was da alles noch hinten dran steht, das unterschätzt man vielleicht, aber es ist unglaublich viel, was im Hintergrund noch abläuft und hätte ich nicht meine Leute, dann könnte ich das alleine gar nicht bewältigen. Das glaube ich schon. Also es ist bestimmt eine Mega-Erfahrung und auch ein Riesenaufwand. Ja. 100 Pro. Ja. Ja, also da ist noch einiges vor dir. Genau. Dann Gabi, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns auf der Matte 1. Schön, dass du da warst. Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, mich vorzustellen. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht natürlich, am 29.01. wählen gehen, diese Chance nutzen. Und ansonsten wünschen wir jetzt noch einen schönen Samstag mit einem Kinobesuch, Kevin. Mit einem Kinobesuch von unserer Seite. Wir gehen auf jeden Fall noch ins Kinopolis. Ab ins Kinopolis. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Dein Sound, deine Stadt.